Hallo liebe Freunde des Tierschutzvereins Hannover, wir kommen jetzt bereits zum dritten Mal zur Katzenvermittlung für Juli und August. Wir präsentieren euch jetzt 6 Katzen, die zur Vermittlung bereitstehen. Viel Spaß! So, wir fangen an mit der Jule. Die Jule ist bereits 12 Jahre alt, ein Fundtier, und die bedauerlicherweise bereits über 2 Jahre bei uns im Tierschutzverein ist. Warum? Ja, also eigentlich finden wir das halt auch unverständlich. Jule ist halt eine typische Dorfkatze, könnte man sagen. Sie weiß genau, was sie will und was sie nicht will. Was sie möchte, unbedingt möchte, ist raus. Ja, ne? Also und Freigänger. Genau, und keine Nebenbuhler neben sich. Eine reine Einzelkatze. Genau, eine reine Einzelkatze, ja. So ist sie sehr lieb und auch anhängig, aber nur solange sie will. Die hat irgendwie Probleme mit der Hüfte, ne? Ja, also das ist altersbedingt. Also sie ist ja geschätzt auf 12 Jahre, hat leichte Hüftbeschwerden. Da bekommt sie bei uns Canosan-Tabletten zur Unterstützung. Aber ansonsten ist sie sehr fit und agil. Sie springt auch noch und auf solche Höhe, sage ich mal. Ne? Aber sie will jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die kleine Prinzessin, aber es ist eine tolle Katze sonst, ne? Genau. Und jetzt merkst du auch, jetzt knurrt sie, jetzt sagt sie, jetzt hat sie die Faxen dicke. Und genau deswegen ist sie noch da. Aber sie ist halt eine typische Katze. Vielleicht ist ja Jule genau die richtige Katze für euch. Unter der eingeblendeten Telefonnummer bekommt ihr weitere Informationen. So, wir präsentieren euch jetzt die Fancy. Eine rabenschwarze Katze. Wir haben momentan irrsinnig viele schwarze Katzen im Tierheim. Woran liegt das? Was glaubst du? Ja, es ist, also wir haben ja wirklich schwarze Katzen jeden Alters im Tierheim und keiner möchte mehr schwarze Katzen haben. Also es komisch, ist ne? Ganz komisch. Es ist eine Schwemme da von schwarzen Katzen. Und Fancy ist jetzt eigentlich stellvertretend dafür da, weil ich finde schon, es kommt ja letztendlich auf den Charakter an und nicht auf die Fellfarbe. Die vom Fell her bei der bei der Fancy ist eine Perserkatze, glaube ich, ein bisschen mit drin. Ne? Ja. Ja, sie haart hier jetzt auch ganz stark, weil sie so gestresst ist. Sie ist so ein kleines Sensibelchen, und aber ganz weiches Fell. Ne? Ganz das weich. Fell ist auch irgendwie ein bisschen länger als bei den anderen. Ne? Ja. 10 Jahre etwa, ne? Ist sie alt? Mhm. Genau, sie ist als Findling zu uns gekommen. Wir haben sie auch vergesellschaftet. Sie sitzt im Moment mit 2 anderen Katern zusammen. Oh, das ist gut. Aber so richtig gut findet sie es nicht. Also sie ist doch eher, sie möchte schon lieber ihren Menschen haben oder einen ganz sensiblen, ruhigen Kater. Damit wird sie sich vielleicht anfreunden. Wie ist mit Kindern? Ja, also die Kinder sollten auch schon ein bisschen älter sein, sage ich mal, weil sie ist doch so ein, sie zieht sich erstmal so zurück und versteckt sich und sagt, ach, ich weiß nicht. Und wenn sie dann aber einen kennt, dann, wie hier, ne, hörst du schnurren, sie schnurrt ja trotzdem die ganze Zeit. Dann ist sie aber sehr zugänglich, auch lieb für Schmus und so, ne? Vielleicht ist ja die Fancy, ne, 10 Jahre alte, rabenschwarze Katze, genau die Katze, die ihr gesucht habt, ruft uns an. Ja, ich bin ja ein Fan von roten Katzen, ich muss es ja zugeben. Von der Seite ist der Seal natürlich so absolut mein Ding. Das roter Kater Seal, geschätzte 3 Jahre alt, ist ja seit 4 Wochen hier im Tierheim. Was hast du noch für Informationen? Er ist so ein typischer Streuner eigentlich. Also er ist so ein Dorfkater, er kam unkastriert zu uns. Ist aufgegriffen worden, sein Eckzahn musste gezogen werden, weil er den wahrscheinlich bei einer Prügelei oder so sich abgebrochen hat. So ist er ein ganz lieber, netter, aber doch auch schon so ein Kater, der weiß, was er will. Ne? Also wer keinen Bock mehr hat, hat er auch den nicht mehr. Aber auch schmusig, ne? Ja. Auch schmusig, auch bildhübsch. Ja. Bei mir schon wieder ein Bonus. Aber wie gesagt, ein Freigänger, und wie versteht er sich mit anderen Katzen? Ja, also man merkt das schon, er hat halt diesen Freiheitsdrang, er muss ein bisschen durchs Dorf ziehen und er muss auch ein bisschen gucken, was Nachbarskatzen machen, sein Revier verteidigen. Ich denke, mit einer weiblichen Katze würde es gehen. Ja. Mit Katern wahrscheinlich eher nicht so. Aber wie ihr sehen könnt, ein Freigänger mit großem Schmusedrang. Vielleicht ist ja der Seal genau der richtige Kater, den ihr schon lange gesucht habt. Dann ruft uns einfach an.
So, jetzt haben wir zwei Geschwister, die erst etwas über 3 Monate alt sind. Und zwar den Puma, das ist der Puma. Und ich habe hier die Florena. So süß und so jung noch. Warum sind die im Tierheim? Ja, sie sind ursprünglich als Findlinge gekommen und waren ganz krank, als sie kamen. Sie hatten halt einen ganz schlimmen Katzenschnupfen und haben es glücklicherweise überlebt. Aber aufgrund dieser schlimmen Erkrankung hat halt Puma sein eines Auge eingebüßt. Das heißt also, er ist auf dem Auge komplett blind. Ja, aber das sieht man kaum, ne? Ja, man sieht schon so ein bisschen, das ist so dieser Blaustich, aber es behindert ihn nicht wirklich, ne? Und, er kann damit gut leben. Ja, die werden natürlich nur beide zusammen, oder man sollte sie natürlich beide zusammen. Wer also junge Katzen will, und viele wollen ja bewusst immer junge Katzen haben, vielleicht ist das diese beiden Geschwister ja genau das Richtige für euch. Sonst gibt es ja eigentlich auch nichts. Sind das so Freigänger, das weiß man alles noch nicht so wirklich, ne? Nee, also ich glaube, sie wären schon zufrieden mit einer reinen Wohnungshaltung. Kinder wären auch kein Problem, weil sie ja doch eingeschränkt sind, sage ich mal, hier durch seine Behinderung. Ne? Also bei Florina, die hat auch noch Augensalbe bekommen in das eine Auge, aber das haben wir gut in den Griff gekriegt. Sie gehen halt noch über Tische und Bänke und man muss sie halt frühzeitig kastrieren lassen, weil es ja ein Junge und ein Mädchen sind. Das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten unkompliziert, lieb, toll und stehen halt stellvertretend für die ganzen Jungkatzen, die in den Tierheimen sind und auf ein neues Zuhause warten. Ja, also ich denke mal so im Herbst, ne? September, Oktober müssen sie dann auch kastriert werden. Ne? Genau. Also das muss man schon mit einplanen, ne? Auch was die Kosten angeht. Ne? Sollte man, das stimmt. Ja, junge Katzen, Puma und Florena, vielleicht genau die Katzen, die er schon lange sucht, dann ruft uns an. Zum Schluss präsentieren wir euch unser Sorgenkind diesen Monat, das ist der Pascha. Der Pascha ist geschätzte 5 Jahre alt. Er präsentiert sich, wir haben auch gehofft, dass er sich von seiner besten Seite präsentiert. Hoffen wir, dass es so bleibt. Er präsentiert sich wirklich gut. Was gibt es, warum ist das unser Sorgenkind, Silke? Es ist ihm ja gar nicht mehr anzusehen. Ne? Er hat schönes Fell und ist ein stattlicher Junge. Als er ins Tierheim kam, sah er aus wie eine Nacktkatze mit offenen Stellen. Richtig offene, entzündete Hautstellen. Und wir haben ganz lange gebraucht, um das in den Griff zu bekommen. Und mussten halt feststellen, dass er halt an einer hochgradigen Futtermittelallergie leidet. Er braucht also Spezialfutter. Genau. Spezialfutter braucht er und wahrscheinlich sogar lebenslang eine gering dosierte Menge an Cortison gegen den Juckreiz, der eventuell entstehen könnte, damit er sich nicht wieder blutig juckt. Wie viel was kostet der Spaß etwa? Was schätzt du? Also ich schätze mal, dass das Futter und die Tabletten zusammen ungefähr 80 Euro im Monat ausmachen würden. Ansonsten ist es ein Schatz. Ne? Also jetzt geht es ihm gut. Was uns natürlich jetzt auch freut, er präsentiert sich von seiner besten Seite. Ja. Er schnurrt ganz laut, präsentiert sich hervorragend. Von der Seite hoffen wir natürlich, dass der Pascha auf die Art und Weise vermittelt werden kann. Wie verträgt er sich mit anderen Katzen? Also bei uns sitzt er einzeln. Er sitzt auch im Moment noch bei uns im Umkleideraum, damit er so wenig wie möglich so mit Chemie oder sowas in Berührung kommt, was ihn irgendwie reizen könnte oder die, ne, so. Ich denke halt Wohnung, Balkon, Menschen mit viel Zeit, Kinder, das wäre alles toll, weil der so lustig ist, so verspielt und so verschmust. Ne? Also wirklich toll, 1A. Und wir sind natürlich glücklich, dass die letzte Katze, die wir euch heute zur Vermittlung vorgestellt haben, so gut mitgespielt hat. Der Pascha, vielleicht ist ja der Pascha genau der richtige Kater für euch. Meine Herren, ist so schmusig. Wäre natürlich schön. Und wir sehen uns wieder im August. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß. Ich fahre dazu gegessen. Ja, jetzt war auch verspielt. Wir sehen uns im August wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.